So, ausgereifte Technik hier bei uns auf der Best 2012 in Klagenfurt. Und bei mir ist jetzt der Alexander Kühne von der HTL Villach mit dem Bereich IT. Und der haben was ganz Interessantes hier mitgebracht bzw. programmiert. Und zwar, was er da jetzt genau macht, wird uns jetzt selber erzählen. Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Drohne, also ein quasi Flugobjekt, nicht militärisch genützt, sondern rein zivil. Alexander, sag mal ganz kurz, was ist das da und was habt ihr dort gemacht? Ja, grob, es ist ein Quadrocopter, das heißt, er hat vier Rotoren, die sich gegenseitig aussteuern. Was haben wir gemacht? Na, wir haben uns gedacht, irgendwie zum Kaufen ist es, jeder kann es eigentlich kaufen, jeder kann es steuern mit einem Handy. Wir haben gesagt, was kann man anders machen? Wir haben das Ganze dann versucht auf den PC zu bringen, da Glück gehabt, dass schon jemand von uns sehr viel Arbeit übernommen hat. Diese Arbeit dann weiter verfeinert, Details ausgearbeitet, probiert, getestet und geschaut, dass wir ein funktionsfähiges Exemplar da kriegen. Ein paar Sachen hinzugefügt, so programmierte Manöver sind ausführbar, Kleinigkeiten. Und ja, wir haben uns gedacht, das muss eigentlich relativ cool wirken, speziell für junge Leute. Also unser Ziel natürlich Hauptschüler, ist Werbung, ist eh klar. Ja, ich denke, es ist sehr gut angekommen heute, also wäre echt cool gefunden. Dieses Ding, was da fliegt, das hat unter anderem auch eine Kamera. Wir haben es leider nicht geschafft, das Ganze direkt bei uns ins Programm zu integrieren. Wie funktioniert das Ganze? Naja, das Steuersignal ist anders als bei normalen Modell, also Modell Fahrzeugen, Flugzeugen. Und zwar läuft es in dem Fall über ein WLAN-Signal. Die Drohne baut einen WLAN-Hotspot auf, der Computer verbindet sich. Und über dieses Signal werden dann Steuerungen, Daten und das Video übertragen. Das ermöglicht uns eben praktische Live-Ansicht von dem, was wir zusammenfliegen. Wir haben eine Frontkamera und wir haben eine Bodenkamera. Und mit der Kombination kann man echt sehr coole Ergebnisse erzielen. Ja. Jetzt erzähl mal ganz kurz die HTL Villach. Wie gesagt, ist in Villach. Und was hat man mehr oder weniger als Studierender dieser Fachhochschule, ist es ja quasi zu tun, beziehungsweise was sind die Fächer bzw. Richtungen? Naja gut, okay, wir haben verschiedene Zweige, wir haben unsere Bautechnik, wir haben Innenraum, wir haben unsere Informatik und natürlich die Netzwerktechnik. Ich kann eigentlich wirklich nur über Netzwerktechnik reden. In meinem Fall muss ich sagen, wir bieten mal super Atmosphäre an, wir haben ein super Lehrer, motiviertes Team, also wenn wir Ideen haben, das war zum Beispiel im Mahne, redet man mit denen und man findet normalerweise eine super Lösung, wie man es umsetzen kann. Also es ist normaler Unterricht, klar, aber man hat immer wieder das Gefühl, man kann was tun, man kann Sachen anwenden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in einem Schulalltag, dass man einfach einen Sinn hinter seiner Arbeit sieht. Weil es ist einfach cool, wenn man sieht, das macht etwas und nicht immer doof. Ja, das sollte es tun, aber testen können wir es eigentlich nicht. Also in dem Fall, man sieht wirklich, was ist draus geworden. Das heißt, es ist sehr praxisnah und praxisorientiert. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben eine Werkstätte in verschiedenen Bereichen, Mechanik, Elektronik, Elektrotechnik und Netzwerktechnik eben. Da wird alles durchprobiert. Die Schüler kriegen wirklich alles gezeigt, was man im Alltag dann braucht. Und was bei uns super ist, wir werden wirklich auf den Berufsalltag geschult und nicht auf die Theorie. Und auch dann geht man raus und denkt man sich eigentlich, was soll jetzt eigentlich da sein? Wir arbeiten mal mit den Geräten, wir arbeiten mal mit den Funktionen, die man im Beruf dann braucht. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. So, er ist natürlich mit dem Blick nicht eindeutig hier auf sein Fluggerät fixiert. Auf jeden Fall ein großartiger Teil hier dieser Best 2012 in Klagenfurt, also die Villacher in Klagenfurt. Das heißt auch in Kärnten zu Hause. In diesem Sinne, ja, ein kleiner praktischer Einblick hier aus Klagenfurt, hier von dieser Bildungsmesse, Berufsstudium, Weiterbildung. Und wir schauen dann weiter. Euch wünsche ich natürlich viel Akkuladung und viel Besucherinnen und Besucher. In diesem Sinne vom heutigen Tag in der Best. Ja, viel Spaß noch. Wenig ist, mit etwas Zeit ist noch. Und dann bis morgen und übermorgen hier in Klagenfurt.